Ich grüße euch. Mein Name ist Jürgen Schleinzer. Ich bin Schulungsleiter bei Makita Österreich und das heutige Thema sind Akkufälschungen. Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, wird der Werkzeugmarkt aktuell von vielen Fälschungen regelrecht überflutet, wo meist auch das CE-Prüfzeichen fehlt, die Schutzeinrichtungen fehlen und die Laufzeiten, die angegeben sind, werden bei meisten Fällen nicht erreicht. Um Sie davor zu schützen, möchte ich Ihnen 9 Punkte zeigen, wie Sie zwischen einem originalen Akku und einer Fälschung unterscheiden können. Kommen wir zunächst zu Punkt 1. Dazu eine Detailaufnahme. Achten Sie zunächst bei der Beschriftung, dass das Makita-Zeichen, der Makita-Schriftzug, auf beiden Seiten angebracht ist. Bei der Fälschung fehlt dieser. Der nächste Punkt, der geschwungene Bogen. Achten Sie genau auf die obere Form. Dieser muss oben geschwungen sein und darf nicht gerade sein wie in dem Fall. Als nächstes schauen Sie bitte auf die angegebenen Amperestunden. Die üblichen und gängigen Makita-Akkus gab es mit 1,5 Amperestunden, 2, 3, 4, 5 und 6 Amperestunden. Wird Ihnen ein Akku angeboten mit 5,5 Amperestunden, 9, 15 oder 18 Amperestunden, ist es definitiv eine Fälschung. Als nächsten Punkt schauen Sie bitte darauf, wie die Beschriftung am Akku angebracht ist. Beim originalen LXT Makita Akku ist die Schrift in das Material eingebracht. Ist die Beschriftung hingegen aufgeklebt auf Papier oder Folie, ist es definitiv eine Fälschung. Punkt 2. Drehen Sie den Akku auf die Rückseite und prüfen Sie die angegebenen Volt, Amperestunden und Wattstunden. Bei dem Makita LXT Akku sind Volt, Amperestunden und Wattstunden immer angegeben. Bei der Fälschung sind nur Volt und Amperestunden angezeigt, hingegen fehlt die Angabe von den Wattstunden. Wenn der Akku mit BL1860B bezeichnet ist, muss der Akku auch eine Batteriekapazitätsanzeige haben. Fehlt das B, wie in diesem Fall, und es ist trotzdem eine Batterieanzeige angebracht, ist es definitiv eine Fälschung. Der dritte Punkt, wie Sie eine Fälschung erkennen können, ist die Batteriestandsanzeige. Bei den originalen Makita LXT-Akkus ist diese immer von links nach rechts angebracht mit 4 roten LEDs. Wenn man einmal antippt, leuchtet die Batterieanzeige bei den originalen 3 Sekunden nach. Bei der Fälschung ist es zum Teil so, wenn man antippt, erlischt die Anzeige sofort wieder. Ein weiterer Hinweis für eine Fälschung ist, wenn die Batterieanzeige nicht mit 4 roten LEDs ist, sondern in Prozentangaben angeführt wird. Achten Sie insbesondere auch auf die Form des Druckknopfs. Der schwarze Dreieck ist bei den Originalen nach unten hin zeigend. Ist das schwarze Dreieck nach oben hin zeigend, ist das ein Indiz für eine Fälschung. Kommen wir nun zu Punkt 4. Auf der Unterseite, auf der Seite, wo der Verriegelungsmechanismus ist, muss der Makita-Akku entweder links oder rechts einen weißen Garantiestoppel haben. Dieses Garantiesiegel hat diese Form und es muss praktisch zerstört werden, wenn man den Akku öffnen möchte. Bei der Fälschung ist entweder die Form oder die Farbe eine andere oder fehlt dieses Garantiesiegel komplett. Warum sollten Sie einen Akku nicht kaufen, wo das Garantiesiegel beschädigt ist? Sie wissen nicht, welche Zellen verbaut sind bzw. ob das BMS, das Batteriemanagementsystem, geändert wurde. Noch ein ergänzender Hinweis zu dem weißen Garantiesiegel. Achten Sie bitte genau auf die Form und Ausführung. Es muss in der Mitte von diesem Stoppel das PC-Zeichen sein für Polycarbonat, seitlich von 2 kleinen Pfeilen umringt. Kommen wir nun zu Punkt 5, den Verschraubungen. Originale Makita-Akkus sind niemals mit Kreuzschrauben befestigt, sondern immer mit 10er Torx. Prüfen Sie daher die restlichen 3 Verschraubungspunkte, ob 10er Torx-Schrauben Verwendung finden. Weiter geht's mit Punkt 6. Bei dem originalen Makita-Akku ist auf der Unterseite die XPT-Bohrung zu sehen. 2 links und 2 rechts. Diese XPT-Bohrung sorgt für die gezielte und geführte Wasserableitung, wenn der Akku innen feucht werden sollte. Diese Bohrungen fehlen bei den meisten Fälschungen komplett. Kommen wir nun zu Punkt 7. Achten Sie insbesondere auf die Form
und Größe der oberen und unteren Lüftungsschlitze. Originale Makita-Akkus haben unten immer 5 Öffnungen für die Kühlung und oben 4, getrennt durch 3 Schlitze. Bei der Fälschung haben sie zum Teil runde oder halbrunde Öffnungen und oben einen Mittelstück. Das ist wie gesagt eine relativ schlechte Fälschung. Bei detailreichen Fälschungen haben sie zwar auch 5 Bohrungen unten und 4 oben, nur sie sehen anhand von der Stanzung im oberen Bereich, dass das hier die Fälschung ist. Auch bei den oberen Kanälen sehen Sie einen Unterschied von der Form der Mittelstreben. Hier recht kantig ausgeführt, beim Originalen leicht abgerundet. Der vorletzte Punkt, Punkt 8. Auf der Vorderseite unter dem gelben Kontaktstecker haben alle Makita LXT-Akkus eine Seriennummer angebracht. Diese muss mindestens 6-stellig sein und aus Zahlen und Buchstaben bestehen. Bei der Fälschung ist entweder keine Seriennummer eingestanzt oder ist die Nummer-Buchstabenkombination unplausibel. Des Weiteren muss bei dem Originalakku unter der Seriennummer immer ein ins Material eingeprägter Stern zu sehen sein, in der Größe und der Form. Kommen wir nun zu Punkt 9. Wenn Sie sich noch immer unsicher sein sollten, ob Ihr Akku ein Original oder eine Fälschung ist, wiegen Sie ihn mit einer genauen Küchenwaage oder Briefwaage ab. Der originale Makita LXT-Akku hat mit Batterieanzeige zwischen 605 bis 680 Gramm. Die Fälschungen sind meist deutlich leichter und liegen unter 599 Gramm. Das liegt daran, dass das BMS-System deutlich leichter ausgeführt ist und minderwertige und günstige Zellen verbaut sind. Ich hoffe, dass ein paar sinnvolle Informationen für Sie dabei waren, um zwischen einer Fälschung und einem Original unterscheiden zu können. Sollten Sie sich noch immer unsicher sein, bringen Sie den Akku gerne zu uns nach Fischerment in die Airboltstraße 4. Unsere Techniker prüfen innerhalb weniger Minuten Ihren Akku und können Ihnen sofort sagen, ob es ein Original oder eine Fälschung ist. Vielen Dank für Ihre Zeit, danke für die Aufmerksamkeit und bis bald.